Die Reise nach Wien fängt für Joachim Löw ja gut an. Kleine Unaufmerksamkeit und das Jackett liegt auf dem Boden. Ein böses Omen soll das für die deutsche Nationalmannschaft aber nicht sein. Wobei, im zweiten WM-Qualifikationsspiel gegen Österreich könnten auch die kleinen Fehler bestraft werden. Österreich ist ganz einfach auch besser geworden, selbstbewusster geworden. Früher war vielleicht auch manchmal, hat man auch das Gefühl gehabt, dieses Selbstbewusstsein war so ein bisschen ein Schein und hat so ein bisschen getrügt. Man hat natürlich auch manchmal den einen oder anderen Satz von sich gegeben. Aber diesmal spürt man eigentlich auch bei allen, dass sie schon auch ernst meinen. Und jede Aussage geht in diese Richtung. Jetzt sind wir mal wieder in der Lage, Deutschland zu schlagen. Und von daher denke ich schon auch, dass selbst also Österreich das ernst meint und sie ihre Chance wittern. Der Trip nach Wien ist für die DFB-Auswahl eine undankbare Angelegenheit. Gewinnt sie gegen Österreich, ist die Pflicht erfüllt. Lässt die Punkte liegen, gehen die Diskussionen wieder los. Aber Angst haben wir keine. Warum sollten wir jetzt Angst haben? Wir nehmen jeden Gegner natürlich auch ernst und mit Respekt. Und auch gestern in der Sitzung haben wir mehrfach darauf hingewiesen und auch dokumentiert anhand von einigen Spielen, Finnland, Ukraine oder zuletzt gegen die Türkei, dass Österreich ganz einfach auch eine richtig gute Qualität hat und dass sie in dieser Gruppe auf Augenhöhe mitspielen werden. Ein Sieg in Wien wäre der zweite große Schritt Richtung Brasilien zur WM 2014. Aber glauben Sie, dass Österreich auch wirklich Deutschland schlagen kann? Das hoffe ich nicht. Und wir, es ist ja heute so, wir sind natürlich auch auf dem Papier sind wir natürlich der Favorit. Aber ich glaube, das zählt heute ja alles nicht mehr so. Ich meine, es gibt genug andere Spiele, wo man so von vornherein sagt, diese Mannschaft sollte eigentlich, sagen wir mal, ein Übergewicht haben, sollte besser sein, sollte das Spiel gewinnen. Aber die Ausgeglichenheit ist eben auch irgendwie mittlerweile auch gekommen. Immerhin hat Joachim Löw alle Mann zur Verfügung. Und so sollte das schmutzige Jackett der einzige Fauxpas bleiben.